ständiger Artikel des Grundgesetzes geändert. Und weil es immer wieder Rückfragen gab, was bedeutet das für das Land, was bedeutet das für die Kommune, will ich einfach dazu nochmal kurz Stellung nehmen. Für die Kommune, da ist vor allen Dingen ein Artikel besonders wichtig. Wir übernehmen in Zukunft den Unterhaltsvorschuss für die Kinder, wo die Väter nicht zahlen können. In dem Sinne, Vaterstaat wird Vaterstaat. Wir entlasten dadurch aber die Kommunen, weil die bisher diesen Unterhaltsvorschuss leisten mussten. Das zweite, Länderfinanzausgleich. Länderfinanzausgleich wird in der jetzigen Form nicht abgeschafft, aber neu gestaltet. In Zukunft ist es so, dass der Bund sich besonders engagieren muss. Nun kann ich als Bundespolitiker sagen, das ist schade. Auf der anderen Seite kann ich auch nachvollziehen, wenn man sagt, wenn mehr Steuern beim Bund reinkommen, sollen die auch auf die Länder verteilt werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass wir uns ausbedungen haben, und auch das steht es im Grundgesetz, dass wenn wir Gelder an die Länder geben, dass wir auch die Kontrollrechte darüber haben wollen. Das heißt, der Bundesrechnungshof kann in Zukunft genau prüfen, auch wie Bundesmittel vor Ort in den Kommunen, aber auch in den Ländern verwendet worden sind. Das ist wichtig auch, um mit Steuern sorgsam umzugehen. Ein letzter Punkt, und der ist sehr kontrovers diskutiert worden, war die sogenannte Privatisierung der Autobahnen. An einer Privatisierung der Autobahnen ist nichts dran. Im Grundgesetz ist es extra ausgeschlossen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir in Zukunft als Bund auch selbst für die Autobahnen tätig werden können. Wir haben eine sogenannte Infrastrukturgesellschaft gegründet, wo wir in Zukunft selber den Autobahnbau durchführen können. Denn bisher war es so, dass wir Geld an die Länder gegeben haben und die Länder dann in ihrer Zuständigkeit Autobahnen saniert oder neu gebaut haben. Und das wollen wir in Zukunft selbst in die Hand nehmen. Wir wollen dadurch die Abläufe beschleunigen. Wir wollen aber auch dafür sorgen, dass es insgesamt effizienter wird. Weil mit diesen ganzen Planungsverfahren, das versteht sowieso kein Mensch mehr, warum das dann über verschiedene Ebenen noch gemacht werden kann. Also wie gesagt, an Privatisierung ist nichts dran. Im Gegenteil, wir sorgen dafür, und zwar grundgesetzfest, dass eine Privatisierung von Staatsvermögen in diesem Sinne ausgeschlossen wird. Insofern hoffe ich, dass diese Erläuterungen für Sie hilfreich waren. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.